Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Dinge ausprobiert, die allesamt nicht so richtig funktioniert haben. Wir haben in der letzten Folge relativ viel erklärt. Das war auch in Ordnung. Muss ja mal Sinn, ne? In dieser Folge machen wir Dinge, die auch cool sind. Wir gehen jetzt nämlich zurück nach Majula. 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 Majula Oblongata. Und lesen uns die Beschriftung hier, die Beschreibung des Zeichen des Grolls durch. Ein Zeichen, dem Träger gilt. So, das war der Anfang und das Ende. Das war das Wichtigste hier in der ganzen Chose. Und jetzt gehen wir erstmal hier in Majula zu einem Ort, der ganz toll ist, den ihr alle sicherlich sehr feiern werdet, weil, ja, ich weiß, dass ihr alle Steine mögt und ich mag auch Steine. Und schaut euch mal diesen Stein hier an. Ist der nicht wunderschön? Das ist ein wunderschöner Stein. Wir sollten ihn eigentlich hier alle zusammen jetzt anbeten. Wir stellen uns rauf auf ihn und dann machen wir das. Stein! Ja. Gut. Dann gehen wir hier hin. Schnappen uns das Item hier. Den Heimatknochen. Und dann schwören wir das hier. An diesem wunderschönen Stein, am Siegerstein, leisten wir ein Eid. Dies wird euch auf einen beschwerlichen Weg leiten. Eid leisten. Hier. Seid ihr bereit, diesen Eid zu leisten? Ja! Den Eid der Gesellschaft der Vorkämpfer leisten? Ja. So, jetzt haben wir den Eid der Vorkämpfer geleistet. Der erste Eid, den wir geleistet haben im Spiel. Oben links sieht man, da ist jetzt ein neues Icon. So, und ich erkläre jetzt mal, was dieser Eid bewirkt. Der Eid sorgt nämlich dafür, dass Gegner, die ich glaube 12-mal getötet wurden und aufgehört haben zu respawnen, so wie unser Freund, an dem wir parieren geübt haben in der letzten Folge, der mit seinem, ich glaube, Bastardschwert, der ist ja nicht mehr zurückgekommen, weil wir den halt totgeknüppelt haben, 10 bis 15 Mal, ich glaube, es sind 12 oder 13. Und dann kommt er halt nicht wieder. Dann ist er halt weg. Man kann die Gegner hier totfarmen in dem Spiel. Das ging in Demon's Souls, Dark 1 und Bloodborne noch nicht. Wenn man aber den Eid der Vorkämpfer leistet, respawnen sie unendlich. Man kann des Weiteren keine Phantome mehr rufen. Man kann immer noch invasiert werden. Gegner haben höhere Verteidigungspunkte oder mehr Leben, eins von beidem. Und sie verursachen, ich glaube, 20% mehr Schaden. Das heißt, das Spiel wird einfach, ja, wird schwieriger. So, wir probieren nochmal hier Katie. Man sieht, unser Freund ist wieder zurückgekehrt. Der Schaden waren jetzt, glaube ich, 689. Man hat also gesehen, der Schaden, den wir jetzt verursachen, ist geringer. Das heißt, im Grunde ist der Eiter Vorkämpfer so eine Art Hardcore-Modus oder Herausforderungsmodus für Leute, die verfickte Faggots sind, so wie ich. Oh, der war langsam, der Angriff. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt hat man es gesehen. Das war eine andere Riposte, die man gerade gesehen hat. Wenn man nämlich im exakt richtigen Zeitpunkt, nachdem man jemanden pariert hat, man angreift, man darf nicht zu früh sein, sonst kommt ein normaler Angriff raus. Und wenn man zu spät ist, dann liegt der Gegner schon auf dem Boden und man macht die normale Riposte. Dann zieht er das Schwert von unten nach oben durch den Körper des Gegners. Wenn man aber im richtigen Zeitpunkt die Riposte nimmt, dafür ist nur ein sehr kleines Zeitfenster vorhanden, dann rammt er in diesem Fall von den Ultragroßschwertern die Klinge durch den Kopf des Gegners. Das verursacht mehr Schaden, was Sinn ergibt, denn es ist erheblich schwieriger zu machen. Ah, ihr verkackt. Naja, man sieht schon, der Schaden, den die jetzt verursachen, trotz unserer dicken Rüstung, ist echt krass. Also, für so einen Anfangshüllen-Heini leistet er hier erbitterten Widerstand. So, jetzt machen wir die normale wieder. Und hier sieht man, er zieht das Schwert von unten nach oben durch. 590 Schaden. Wenn ich jetzt das richtig gesehen habe. So, 590. Und dann probieren wir es nochmal mit der anderen Riposte, die wir gerade eingesetzt haben. Ja, man sieht auch, die respawnen hier unendlich. Ja, nochmal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir wollen hier nicht geknüppelt werden. Die süße kleine Robbenbabys aus Papua-Neuguinea. So, komm her, mein Freund. Ja, der Angriff ist gefährlich. So, und jetzt machen wir 611.
Nicht 590, sondern 611. Der Schaden ist also höher. Es sieht viel cooler aus, finde ich. Und es ist auch schwieriger zu machen, deswegen, ja. Man wird eben mit mehr Schaden belohnt, wenn man ein bisschen besseres Timing aufwendet. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist von den Entwicklern. Denn im Grunde ist das... So, wir machen jetzt auch gleich Folgendes. Wir gehen hier in dem Gebiet weiter. Im Grunde ist das die Riposte, die man bekommt, wenn man den Schild von einem Gegner bricht. Wenn man sich verteidigt, der Gegner oder Spieler, und dann macht man diesen Schildbruchangriff. Ich zeige ihn mal, der geht so. Oder? Der geht so. So, wenn man den macht, dann ist der Schild gebrochen. Oder die Verteidigung, und dann kann man diesen Stichangriff machen. Ja, und das verursacht eben mehr Schaden als ein gewöhnlicher Angriff. Was ich sehr interessant finde. Jetzt haben wir hier Gesang. Ja, wie man sieht, der Schaden, den die jetzt verursachen, ist eine ganze Ecke höher hier. Die sind echt gefährliche Dreckschweine. Oh Gott, mein Gott. So, wir können die nicht mehr two-shotten. Die haben jetzt hier genug Lebenspunkte oder Verteidigung, dass wir drei Angriffe brauchen. Das heißt, der alte Vorkämpfer sorgt dafür, dass dieser DLC, der tendenziell schon relativ knackig ist, wir sind auf Level 89 und haben nur 1200 Lebenspunkte, dass er natürlich noch ein bisschen knackiger wird, ne? Aber, nee, dann ist es eben so. Können wir nicht ändern. Wir sind halt knallharte Faggots. Wir sind raubeinige, knallharte Faggots. So, und wir werden jetzt hier rausgehen und uns ansehen, warum wir nicht hier sein wollen. So, da haben wir nämlich jemanden. So, wir nehmen uns die Armbrust und feuern ihm in seinen hässlichen Wanst. 102 Schaden und der Spezialangriff verursacht 229. Ja, diese Viecher hier sind unangenehm und die schießen mit Blitzen. So, solltet ihr vermeiden, weil wir jetzt gerade hier natürlich durchnässt sind, weil wir im Wasser rumrennen. Ist der Schaden, den wir durch Blitze... Oh Gott! Ja, wie man sieht, das Ding two-shottet uns jetzt. Es hätte uns sicherlich nicht getwo-shottet, wenn wir hier nicht den Eid der Vorkämpfer geleistet hätten. Das heißt, trotz unserer schicken Waffe hier und unserer relativ knackigen, harten Rüstung, haben wir jetzt ganz schön zu tun hier mit den Leuten. Diese Viecher heißen in der japanischen Version des Spiels, oder besser gesagt, die Entwickler nannten sie während der Entwicklung die Loser. Sie sind nämlich Versager. Sie sind eigentlich Drachen, die nicht zu Drachen werden konnten. Was ich ziemlich cool finde. Und deswegen sind sie die Loser. So, wir haben hier Katy Perry gemacht. Und jetzt versuchen wir ihn zu töten mit einem Angriff. Ah, es langt immer noch. Alles klar. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Oh, wir haben noch 5 Minuten locker. So, wir versuchen da... Wir versuchen mal hier durch das Gebiet zu kommen. Wir könnten einfach ein anderes Leuchtfeuer nehmen, denn wir haben die Abkürzung schon. Aber ich will euch das Gebiet hier noch... Zumindest... Ich will es nur mal kurz anschneiden. Denn man muss hier gar nicht bekämpfen. Es gibt hier nämlich die Möglichkeit einer fast schon Metal Gear Solid-artigen Stealth. Also eine Schleichsequenz, wie man hier durchkommen kann. So, wir laufen einfach langsam hier lang. Der hat uns jetzt nicht bemerkt und dann gehen wir hier lang. Na, er hat uns nicht gesehen. Da hinten ist jemand. Ich weiß nicht, ob der uns sieht. Ja, er hat uns gesehen. Gut. Wir standen nämlich nicht richtig. So, wir haben so einen Blitz abbekommen, dann heilen wir uns. Und da sind wir tot. Ja, wie man sieht, das Spiel ist auf einmal ziemlich schwierig geworden. Ach, wie schön. Jetzt habe ich natürlich ein Menschenbild verschwendet, das war jetzt suboptimal. Gut. Wenn man merkt, dass man stirbt, wiederholt, dann sollte man seine Strategie ein bisschen anpassen. Und ich mache das, indem ich mich von diesen Bolzen hier treffen lasse.
Das ist nämlich wichtig, denn wir werden gleich sehen, dass der Mangel, den wir jetzt an Lebenspunkten haben, uns gleich sehr, sehr zugutekommen wird. Denn wir haben gerade 9 Estus-Flakons, wir dürfen keine 9 haben. Es ist besser, wenn wir 8 haben, weil ungerade Estus-Flakon-Zahlen bringen Unglück. Ne? Und dann versuchen wir nochmal durchzuschleichen, weil offensichtlich hat es eben nicht funktioniert. Wir haben ja so 3 Minuten, das kriegen wir hin. Das Wichtigste am Schleichen ist, dass man auf seine Fähigkeiten als Nachtkatze vertraut. Und das tue ich. Jetzt hat er uns gesehen. So, und des Weiteren ist wichtig am Schleichen, dass man versucht, so schnell wie möglich zu laufen. Dann sammelt man seine Seelen auf. Dann rollt man ein paar Mal, ne? So, da haben wir jetzt ein paar von denen. Na? Läuft ja eigentlich ganz gut hier gerade. So, und dann läuft man einfach noch weiter. So, und so schleicht man durch das Gebiet. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch etwas gelernt. Falls ihr nichts gelernt habt, guckt euch das bitte nochmal an. Allerdings ohne Ton. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, unseren Stein einzusetzen, den wir bekommen haben. Ein Schlüssel. Das ist das Ding hier. Der Drachenstein. Ein extrem robuster Stein steuert die Vorrichtung des ewigen Heiligtums. Das Erbstück eines Volkes, das einen Drachen entdeckte, seine Pracht anbetete und an seiner Seite verging. Sie reden natürlich hier über den schlummernden Drachen Sin. Wir setzen diesen hübschen Stein ein, der aussieht wie ein Tropfen, ein Wassertropfen. Der aussieht wie der Wasserorden aus Pokémon. Und jetzt sieht man, wie sich uns der Weg endlich öffnet. Jetzt können wir in diese hübsche Pyramide rein, die wir gerade nicht sehen können. Ach ja, klar, wir sind schwachsinnig. Wir können da rein. Natürlich können wir die sehen. Aus irgendeinem Grund dachte ich eben, dass wir in die andere Richtung rennen müssen, was natürlich völliger Blödsinn ist. So, da links befindet sich ein Schwert, ein Drakenblutschwert. Das ignorieren wir jetzt, weil ich mich jetzt hier schon raufgestellt habe wie ein Vollidiot. Denn stattdessen möchte ich jetzt schon die Pyramide betreten, denn sie ist ein hübscher Ort, den wir auf jeden Fall besuchen sollten. Sie ist im Buch Herr der Flüsse unter den Top 3 hier in Drang Lake. So, und jetzt sieht man, wir können jetzt hier rüberschreiten und in die Pyramide hinein, in das Heiligtum. Ja, das ist ziemlich cool, ja. Da unten sind diese dreckigen Hunde. Und des Weiteren sieht man da hinten in der Ferne ein Leuchtfeuer und auch noch ein paar Items da liegen. Da ist noch ein Item. Das ist das Drakenblutschwert. Das holen wir uns bei Zeiten auch noch. Aber erstmal möchten wir hier hinein. Denn dieser Ort hier ist voller Mysterien, voller Gefahren und voller Loot. Wir können hier nicht direkt lang. Wir müssen also hier hin. Und es ist ratsam, dass ihr hier in dem Moment, wenn ihr hier ankommt, den Katzenring anlegt. Denn ihr werdet hier viel fallen in diesem Gebiet. Hier wird man viel fallen. Oftmals auch in den Tod. So, und wir müssen bis ganz nach unten. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Liebes Freunde, liebes Freundevolk, liebes Volk. Liebes Freund der Folge. Liebes Freunde des Volkes, meine ich. Ihr wisst, was ich meine. Bye und adios. In der nächsten Folge geht's hier weiter.